Stellt euch vor, es wäre alles dunkel und die Feuer wären erloschen. Die Feuer der Erzähler, die sich daran wärmten. Die Feuer ihrer Geschichten, die aus Fantasie entstanden. Die Fantasie ist es, die dich von anderen Kreaturen unterscheidet. Sie gibt dir die Kraft für deine Träume. Der Mensch braucht die Fantasie. Du auch da in der siebten Reihe. Du da. Oder haben die Traumlosen dir deine Fantasie schon geworden? Zu den wohl eifrigsten Erzählern gehört die Gilde der Zauberköche. Sie reisen viel und wer reist, erlebt auch etwas. Und wer etwas erlebt, hat natürlich immer etwas zu erzählen. Ich war nun 60 Tage unterwegs und immer noch auf der Suche nach einer Pflanze namens Siemerschnell. Du kommst nie ans Ziel, rennst nicht mal vorbei. Vor der von mir liegenden Blumenwiesenlichtung stand ein Tor. Ein Tor aus lauter bunten Steinchen, schimmernd in den tollsten Farben. Eine magische Kraft hatte mich ergriffen und sie sagte meine innere Stimme: Geh doch einfach hindurch. Toll, ich bin ein Zauberkoch. Und was ist das nun? Diese Dinge sollte man in deinem Alter eigentlich wissen. Nun ja. Oh je, eine Hexe, sie spiegelt in der See. Dabei bin ich doch eine bezaubernde Schneefee. Ich bin ein Zauberkoch. Ja, gib mir einen Grund zu warten, bevor ich weitergehe. Er kann dir helfen, auch wenn es nicht so scheint. Gib mir einen Grund zu warten, den ich auch verstehe. Freude besiegt Trauer. Ja, gib mir einen Grund zu warten, bevor ich weitergehe. Bei allen Brennnesselwürmchen, ja. Gib mir einen Grund zu warten, den ich auch verstehe. Der Zauberer sagte, bevor er verschwand, dass ich mit dem Ring auch komme ins Sommerland. Eine Schneefee hat nichts im Sommer zu suchen. Und außerdem siehst du ja, dass der Zauberer gelogen hat. Um dich herum wird immer Winter sein. Lass dir endlich vom Zauberkoch helfen. Auch mir hat er die Freiheit zurückgeholt. Trotz seiner Vergesslichkeit. Das Letzte, was ich zu sehen glaubte, waren Waschbären mit Federn am Hut und Kängurus mit Rüstungen bekleidet. Dann schlief ich ein. Also Halluzination? So alt bin ich nun wieder auch nicht. Kann ich aufhören?